Es geht weiter mit Assassin's Creed 2. Ich hoffe, ich habe es in der Zwischenzeit nicht verlernt, denn es liegt jetzt mittlerweile eine ewig lange Zeit zwischen diesen beiden Aufnahmen. Ich glaube fast anderthalb bis zwei Wochen dürften es tatsächlich schon bald gewesen sein. Und zum Beispiel erinnere ich mich in keinster Weise mehr daran, dass wir in ein Assassinengrab gegangen sind. Aber offensichtlich ist es so richtig. Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen tauchen wahrscheinlich. Wie kann man tauchen? Ah, okay. Ach so, aber nicht tiefer runter, oder wie? Das ist natürlich strategisch nicht so ungut, nicht so gut. Kommen wir mal hier hoch, wo geht's denn dann hin? Zu einer Plattform. Ach, da, guck an. Da können wir doch lang. Hätte mich ja auch gewundert, wenn ich das als erstes mal hier sehen hätte, wa? Dem war nicht so. Deswegen ziehen wir mal hier am Knöpfchen. Schieben wir das mal rein. So, geht die Tür auf. Und, ach, wir sind in... keine Ahnung, wo wir sind. Irgendeine Lagerhalle. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich hätte mir den letzten Part, wie ich das so normalerweise sonst mache, vorher nochmal kurz angucken müssen, um zu wissen, was ich eigentlich vorhatte. Wollte ich mich anschleichen? Nee, ne? Ne, ich glaube nicht. Hopp, hoch da. So. In altbekannter Manier nehmen wir erstmal das Schwert und hauen ihn erstmal ganz dick auf die Nase. So. Da hockst dich nieder. Da musst du mal gucken, woher das vielleicht gekommen sein könnte. Ja, nun ist wieder ruhig. Und tatsächlich wollten wir jetzt aber nicht unten langlaufen, weil das dürfte uns so gut wie nichts bringen. Sondern wir müssen wahrscheinlich hier oben an die Stange hüppeln und auf die andere Seite rüber und dann... hätten wir uns das sparen können, weil wir jetzt im Prinzip dahin kommen, wo wir auch von unten hingekommen wären. Wieso mache ich das denn eigentlich hier? Könnt mich mal, ich laufe jetzt unten lang. So, warte mal, hier gibt es bestimmt irgendwie noch so einen Schatz oder so. Wir müssen doch bestimmt nach da oben und nicht nach hier unten. Was das hier nicht so ein Aufzug mal wird? Nö, offensichtlich nicht. Das heißt, die Gasse hier ist voll am Sack und wir müssen woanders lang. Nehmen wir doch einfach mal diese Ding hier. Diese Ding. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade eben erst von der Schicht wieder nach Hause gekommen. Ich bin noch nicht ganz so frisch. Hoppa, geht doch. Na, ich hätte vielleicht erstmal meinen Kaffee auftrinken sollen. Moment, ich trinke nochmal im Schluck. So, Kaffee ist dann jetzt auch leer. Wo bin ich denn hin? Da, ne? Ja, genau. Oh, ich hasse diese Steuerung manchmal. Man kann zwar wunderbar um Ecken gucken, also ein bisschen unrealistisch eigentlich für so ein Spiel, weil man eigentlich normalerweise, zumindest kenne ich das so, nicht wirklich um Ecken gucken kann, es sei denn, benutzt einen Spiegel. Und außerdem finde ich die total aggressiv irgendwie gerade. Naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Hey, Onkel. Hey, Onkel, komm doch mal her. Ich muss dir was zeigen. Kuckuck. Komm mal her. Na, komm mal her. Dann komm halt nicht her. Wenn Bergprophet und so, ne? Nein! Was mache ich für einen Scheiß? Da wollte ich doch gar nicht hin. Oder? Nee, wollte ich nicht. Da war ich ja schon. Ist mir jetzt wieder was eingefallen, was sich vielleicht gereimt hätte, aber wäre jetzt eventuell nicht unbedingt so... Warte mal, da können wir doch auch noch hin. Dann will ich da noch gar nicht hin. Da gibt immer so ein paar Geheimnisse noch, so ein paar Kleinigkeiten, so Schätze und sowas zu finden. Und ich könnte drauf schwören, dass hier irgendwie ein solches ist... Nee, das ist ein Hebel. Oh, so schon wieder so eine Dreckskacke hier mit der Kamera, ey. Das geht gar nicht, dieses verschwommene, aggressive, schnelle, das geht nicht, nee. Egal. Ich beachte das jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter auf die...
nicht so wunderschöne Kameraführung ein. Ich freue mich lieber darüber, dass ich recht gehabt habe und hier ein Schatz war. Den ich mir auch getrost hätte stecken können. Für 250... jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Währung hier hieß. Ich glaube, Flori. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Schwupp, schwupp. Und da müssen wir nicht hin. Ne, da gibt's nichts. Dann gehen wir hier rein. Ach! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt sieht's nicht mehr ganz so nach Lagerhalle aus. Jetzt sieht's eher so nach, sind wir im Duomo? Nee, ne? Obwohl. Nee, aber wir sind immer größer. Bibliothekshalle. Okay. Eiskalt! Du kannst ja gar nichts, ey. Geh mal ein bisschen nochmal was lernen, ey. Geht ja gar nicht. Geht ja überhaupt nicht. Ja, ich wollte mich eigentlich durchstealthen, aber irgendwie war das jetzt gerade auch einfach mal viel zu lustig. Dieser dicke kleine Fettsack, der dann einfach mal nach dem ersten Schlag schon ausgenockt worden ist. Von so einem Kacknub wie mir. Okay, da müssen wir, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo hoch. Ja, genau, da müssen wir hoch. Schön immer an die Ringe springen. Das konnte ich im Sportunterricht auch schon nicht leiden. Ey, die Ringe, das war das Schlimmste überhaupt, ey. Gut, wenn man zwischendurch mal so von so einem Barren abgerutscht ist, war das mindestens genauso unangenehm wie von der Ringe, aber ich habe mir einmal so richtig an der Ringe mal nicht nur einmal, die Schulter ausgekugelt und das war mehr als uncool. Und wofür? Nur damit unsere Frau Sportlehrerin ihren Spaß hatte. Auf den hätte ich gerne verzichten können, um ehrlich zu sein. Upp, doch, war hier war richtig, ne? Ja, jetzt ins Fenster und dann einmal nach oben. Ja, ich weiß, dass du mich siehst, du kannst aber mal kurz damit aufhören. Und vor allen Dingen bitte nicht anfangen, auf mich zu schießen. Finde ich nämlich jetzt nicht so geil. Die wollen doch nicht, dass ich da rüberspringe, oder? Nee, ich soll doch bestimmt nach da oben. Hoffe ich mal. Oh. Das hätte jetzt aber auch ein bisschen schief gehen können. Man kommt nicht da hoch? Jetzt bist du wieder ein bisschen düllig oder was? Wenn ich da rüber springe, dann sterbe ich doch garantiert. Also lassen wir es lieber. Nee, ich glaube, ich sollte doch dahin. Dann sollte ich wahrscheinlich... Ich sehe natürlich die Stange wieder nicht, die von meiner Nase hängt. Ach, Gott. So wie diese hier. Sehe ich natürlich auch wieder nicht. Na, dann gehen wir mal hier rüber und grabbeln uns den mal einfach. Hey du! Tschüss! Grüß mir die Flieger! Oh, Sonne. Oh, guck mal, der wäre jetzt sogar so liegen geblieben, dass er keinen Alarm ausgelöst hätte. Okay, da oben war noch eine Ecke. Und, da glitzert was und das wird eine Truhe sein. Da ich geldgeil bin, möchte ich mir diese Truhe jetzt gerade holen. Deswegen hüpfen wir hier mal eben. Wow, es hätte auch schief gehen können. Mal eben hier drauf. Wupp. Hier rüber. Und dann dahin. Und dann dorthin. Yep. Und dann dorthin. Und dann dorthin. Und dann da an das Ding. Und dann hier drüben wieder an den Ring. Da möchte ich gerne singen. Weil es so schön klingelt. So, genug mit dem Scheiß. Wieder 250. Also ihr könntet euch da auch mal ein bisschen variablere Sachen einfallen lassen. Wie zum Beispiel 251 wäre doch mal eine Idee, oder? Na naja, egal. Weiter im Text. Wir bewegen uns die ganze Zeit eigentlich schon kontinuierlich nach oben. Kann das sein? Folglich muss dieses Ding tatsächlich sehr, sehr hoch sein. Ich tippe auf den Duomo. Aber da waren wir ja schon drin. Boah, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Ihr wisst das natürlich jetzt direkt auf Anhieb, weil ist ja die Folge von vorgestern. Nee, von vorgestern?
Ja, theoretisch hätte es die von vorgestern sein sollen. Eventuell ist sie das auch. Ich kann es jetzt allerdings nicht bestätigen, weil ich ja im Moment ein bisschen Zwischenprojekte auch hochlade. Das heißt, die Standardreihenfolge wird da zwischendurch ein bisschen durcheinander gewürfelt, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Oh. Toll. Ja, komm mal runter. Ja, komm mal runter. Ja, komm mal runter. Ja, toll, dass du mich siehst. Ich glaube, es wäre dir lieber gewesen, wenn du mich nicht gesehen hättest. Ja. Also wieder hoch hier. Macht ja so einen Spaß. Ich habe ein bisschen Zahnschmerzen, habe ich. Wieder rechts unten der Weisheitszahn. Der will nicht so richtig. Das ist auch der letzte, der nicht richtig raus ist. Und einmal im Jahr habe ich halt ein paar Problemchen damit. Aber, na, was soll's. Ne? Einmal im Jahr, damit kann man leben, bevor ich mir die jetzt da rausschnippelieren lasse. Nee, danke. Soll der mal drin bleiben, da weiß ich wenigstens, dass er noch da ist, wenn er mal ein bisschen rumstenkert. Jo, wie lange haben wir denn noch? Ich glaube, ein Minütchen noch. Oder vielleicht zwei? Ich glaube, zwei. Machen wir mal zwei raus. Klein bisschen Überlänge ist ja auch okay. Sag mal, wie hoch ist das Ding? Wenn ich hier runterklatsche, das überlebe ich auf keinen Fall. Also, hast du gehört, lieber Bogenschütze da oben? Lass die Pfeile stecken. Und denk immer dran, leben und leben lassen. Oh, danke! Die haben so eine Reflexe, das ist unglaublich. Die ziehen erstmal den... Ja, komm, leg dich hin, damit ich ein bisschen plündern kann. Die haben so Reflexe wie so ein Stein, wisst ihr? Wenn ich so einen Meter vor denen stehe, fangen die erstmal ganz gemütlich an, ihren Bogen auszupacken. Wenn ich dann mit dem Messer aushole, dann fangen sie an... den Bogen langsam wieder wegzupacken und bevor sie ihn weg haben, sind sie schon tot. Also wie wäre denn mal, liebe Wachen, denkt doch mal dran, oder liebes Programmiererteam, denkt doch bitte mal in Assassin's Creed 4 daran, sofern denn noch möglich, eventuell das Waffenverhalten an die Entfernung des Gegners anzupassen. Das wäre mal eine Idee. Dankeschön. Jo, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Müssen wir hier irgendwo hoch oder so? Wo müssen wir hin? Junge, sag mir, wo ich hin muss. Ich sag nicht, ich muss rückwärts abspringen. Ich glaube nicht. Nee, oder? Nee, da ist nix. Wenn ich da rückwärts abspringe, dann gibt das auf jeden Fall Schmerzen. So wie jetzt. Verdammt, wo muss ich denn? Ach, Kacke, ey. Das werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Part erst erfahren.